hier sieht ganz leicht aus. Das ist ein Quader von 5 mal 4 Würfeln und das mal 3. Also 3 Etagen. Ist doch leicht, oder? Ja, das Problem ist nur, jeder dieser Fünfer, ist ein Fünfer, sieht anders aus. Manche muss man hochkant stapeln, manche waagerecht. Ja. Und irgendwie weiß man gar nicht, wie die aneinander gefügt werden. Wir machen es aber mal tatsächlich. Also ich will einen neuen Rekord aufstellen. Wenn die Minute, wenn die jetzt genau auf eine Minute ist, dann starten wir die ganze Geschichte. Puh, ich muss mich konzentrieren. Ganz ruhig sein, ganz ruhig sein. Auf die Plätze. Fertig. 3, 2, 1, los. Bam, bam, bam. Tada, 23 Sekunden. Ja, das ist eine Übungssache. Was daran übrigens interessant ist, ist, wenn man es noch nicht weiß, dass es überhaupt geht, denn das war nicht klar. Also es gibt in keinem Internet irgendwie da eine Anleitung oder ein Beispiel dafür, dass das einer gemacht hat. Jedenfalls habe ich nichts gefunden. Ich wusste Pentomino kannte ich, das ist aber 2D, also dieses 5 mal 12. Und das hat mich so daran erinnert, dass es damals mal galt, irgendwie so ein Meilenrekord, der war ewig Weltrekord, der hat ewig gestanden niemand hat den unterboten, weil es klar war, das war offensichtlich das Optimale. Und dann hat der Erste den gebrochen und innerhalb von 14 Tagen haben den 5 Leute gebrochen. Das ist meistens nur eine Sache hier oben. Für mich ist es klar, jetzt weiß ich ja, dass es geht, also konnte ich jetzt natürlich auch gleichzeitig mal überlegen, ob ich da vielleicht einen Rekord aufstelle oder sonst was. Also man muss sich dann überlegen, wie hast du das denn überhaupt hingekriegt? Also als ich das erste Mal das 2D gemacht habe, da habe ich mich so gefreut, dass ich, blöd wie ich war, mir kein Foto davon gemacht habe. Demzufolge habe ich das nie wieder geschafft. Aber jetzt das hier, das habe ich sehr wohl fotografiert und habe mir dann auch eingeprägt, dass zum Beispiel dieses Teil hier als letztes gelegt werden muss und das T auf der linken Seite steht und so weiter. Ja, also wie gesagt, 23 Sekunden, das ist mein neuer Weltrekord. Vielleicht ist es überhaupt der Weltrekord. Ich habe es gebaut, macht Spaß. Die Kinder, die hierher kommen zu uns in die Akademie, die haben ebenfalls Spaß. Und da geht es ja wirklich darum, mal sehen, wie viel schaffst du so viel wie möglich. Es muss ja nicht 3 Ebenen sein. Ja, also man spielt es einfach. Herzlichst, euer Jens.